wo enorm speziell ist, wo alleine dieses Wort Weltmeisterschaft schon was zum Heizen ist. Auch wenn wir mal drüber reden mit Mesut und mit Musti, die erzählen nach dem Sieg, nach dem Weltmeisterschaftssieg, da ist schon was Spezielles drin. Ich habe immer schon Panini-Bilder gesammelt. Als ich schon als Kind in der Schweiz war, immer gekauft, vor allem auch mit Boxen gekauft. Ich hatte so viele Doppelte auch mit den Spielern, mit Freunden, die Panini-Bilder getauscht. Und ich war immer ein Fan und ich glaube, das wird weiterhin so sein. Das war, glaube ich, früher hat man viele andere Spiele, wollte man andere Spiele haben, wie Ronaldo, Ronaldinho damals, Zidane, Buffon, und heute bist du selber drin. Und das ist schon was Spezielles, weil auch viele kleine Kinder zu mir kommen und sagen: Hey, Granit, ich habe dich heute bekommen. Und ja, ist schon ein geiles Gefühl, wo man auch ein bisschen stolz drauf sein kann. Ich glaube, die größte Überraschung war damals South Korea, glaube ich, wo die Dritter waren in der Weltmeisterschaft. Da kann ich mich noch erinnern. Das war, glaube ich, die größte Überraschung für viele. Ja, Europameisterschaft wissen wir natürlich mit Griechenland, wo auch eine riesen Überraschung war. Das sind, glaube ich, zwei Mannschaften, wo ich mich sehr gut erinnern kann. Wenn ich jetzt sagen würde, die Schweiz, sagen viele, du übertreibst es, aber ich bin optimistisch. Ich habe damals schon an der U17-Weltmeisterschaft gesagt, dass wir vieles erreichen können. Da wurden wir Weltmeister. Warum soll es auch nicht mal mit dem A-Nationalteam schaffen? Aber klar sind da viele andere Favoriten: Deutschland, Brasilien, Frankreich, Spanien, wo für mich klar die Favoriten da sind. Aber wie gesagt, der Ball ist rund, alles ist möglich und wir werden alles geben dafür, dass wir so weit wie möglich kommen. Hey guys, for more videos, subscribe.